Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal schnell über Weihnachten bei euch, um euch erstens frohe Weihnachten zu wünschen und zweitens würde ich einfach gerne meine Sub-Auslosung für den Januar machen, weil ich so wahnsinnig drauf gespannt bin, was ich ziehe. Ich kann euch heute leider nicht die Bücher dazu zeigen, aber ich schreibe sie euch nochmal in die Infobox. Ich habe hier wieder meine Kiste und ich bin echt gespannt, was da so rauskommt. So. Das erste ist Deprasadiris. Das müsste von Penelope Ward sein. Einmal Deprasadiris. Kann man wahrscheinlich gar nicht erkennen, ist einfach zu dunkel. Deprasadiris. Und mal schauen, weil so wie viele andere auch habe ich den Sub im Blick. Er befindet sich heute bei einem Stand von 280, die E-Books nicht eingerechnet. Aber ich bin in letzter Zeit wirklich gut vorangekommen, indem ich meine Rezensionsexemplare, die ich noch hatte, die sich angestaut haben, jetzt auf einem guten Weg bin, abgearbeitet zu haben. Und dann möchte ich mich auch wirklich verstärkt um meinen Sub kümmern. Ich habe mir auch schon 19 Bücher für 2019 rausgesucht, die ich auch auf jeden Fall lesen möchte. Die stelle ich euch auch noch vor. Dann habe ich gezogen einen historischen Roman, Die Kirschvilla. Das ist, glaube ich, von Hanna Kaspian, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ist ja eine bunte Mischung. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Zwiller. So, und was habe ich hier? Nee, ist kein Thriller. Fantasien von. Ich komme jetzt nicht drauf. Ist auf jeden Fall ein weißes Buch aus dem Diogenes Verlag. Auch so ein etwas ja, speziellerer Roman. Ums Fremdgehen geht es da, glaube ich. Ja, das sind die drei Bücher. Ich lese es euch nochmal eben vor. Deprasadiris oder Die Kirschvilla oder Fantasien. Da könnt ihr jetzt ja einfach darüber abstimmen, welches Genre euch am liebsten ist. Ich schreibe euch die Bücher auf jeden Fall später noch in die Infobox. Und es ist halt ein Liebesroman, ein bisschen nur deidmäßig, glaube ich. Ein Gesellschaftsroman, würde ich sagen, und ein historischer Roman. Ich hoffe, ihr findet ein schönes Buch daraus. Es sind nämlich alles drei Bücher, die wahrscheinlich so noch länger auf meinem Sub geblieben wären oder bleiben würden. Deswegen freue ich mich schon wieder sehr über eure Kommentare. Würde mich auch freuen, wenn ganz, ganz viele mitmachen. Ich lasse die Abstimmung bis, heute ist Dienstag, der 25. Ich lasse sie bis Freitagabend um 10 laufen. Freitagabend müsste der 28. sein. Und ich freue mich auf eure Abstimmung und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!